Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Phantasian. Wir befinden uns gerade im Wald mit... Oh Gott, wie hieß die nochmal? Kina. Genau, ich wollte nämlich Kind sagen. Und sie begleitet uns auch durch den Wald und es erinnert sehr an ihre Vergangenheit, was sie gesagt hatte. Da sie scheinbar hier gefunden worden sei und ja, das spielen wir jetzt weiter. Falls ihr die anderen Folgen auch schauen wollt, wie es begonnen hat, warum wir hier sind und so weiter, empfehle ich euch oben rechts auf das i-Symbol zu klicken bei YouTube. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist dieses Let's Plays. Na, krieg ich dich irgendwie so gehittet? Ach ja, ist vielleicht sogar besser. Ah, okay. Wir haben ja noch genug Leben, wir haben uns ja auch eben geheilt. Beziehungsweise in der letzten Episode geheilt. Und Victory! Yes! No Items. Ja, ein bisschen Gold. Gut. Wer weiß, wofür wir es brauchen werden. Das ist verdächtig hier. Gibt es versteckte Items? Ach, hier. Potion. Schön, dass man viele Tränke kriegt. Oh, diese Kameraführung ist... ein bisschen zu schnell, finde ich. Unknown Enemies. Was ist das für eine Pflanze? Nee. Ach so, das ist das. Okay. Kriege ich die alle drei? Ne. Noch ein bisschen. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Da müsste ich in ihrer Position stehen. Machen wir es lieber so. Oh, okay. Ja? So. Da treffe ich zum Glück alle drei und zwei sind ausgeschaltet. Sehr gut. Okay, weiter im Text. Jetzt ist dieser Wolf dran, aber das sollte ja relativ easy gehen. Ja. Trotzdem hat die nur noch 538 Leben. Die kassiert schon ein bisschen. Antidot. Okay, ist hier vielleicht? Ja genau, hier war noch die Truhe. Die hätten wir eben gesehen. Antidot. Was haben wir denn hier noch? Ah, ich dachte, man kann es vielleicht anklicken oder so. Weil es sieht halt aus wie eine Ruine und dann, ja. Okay, wieder die Pflanzen. Ne. Krieg ich nur einen. Sie müsste doch in eine gute Position sein. Genau. Husch. Dieses Bogenschießen ist einfach echt cool, finde ich. So. Victory, yay. Antidot. Okay, also man findet auf jeden Fall im Wald sehr viel von diesen komischen Antidot. Hier kommen wir aber nicht... Ach doch, kommen wir weiter. Ich wollte gerade sagen. Ist hier irgendetwas? Weil das sieht halt verdächtig aus. Ah ne, das ist nur ein Hindernis. Naja, gut. Ist ja fast wie eine Wüste, als wir zum alten Distrikt gelaufen sind. What the hell? Ach so, da ist ein... Ah. Ich dachte, ein fliegender Schlüssel ist gerade vor mir, aber nein, da ist noch so ein komischer Vogel dran. Oder sollte ich eher sagen, ein Schlüssel am Vogel? Kriege ich denn mehr getroffen? Ja. Ja. Jetzt könnte es schwierig werden mit ihrer Attacke. Ah, doch. Gerade noch so geschafft. Zwei Gegner weniger. Zack. Ah, die hat nur noch 380 Leben. Die wird immer abgeamt, habe ich den Eindruck. Oder ist das ihre Fähigkeit? Ne. Gut, kriegen wir diese Schlüssel dann jetzt auch für die Truhen und so? Iron Key, ja. Okay, ich würde gerne sie mal... heilen wollen. Die wird es zwar noch eine Weile halten können, aber naja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Na, aha, hier ist eine Truhe versteckt. Vergifteter Apfel. Da ist ein Loch. Ist hier vielleicht etwas? Nö. Ah, manche Sachen verschwinden wirklich, je nachdem wie die Kameraperspektive ist. Ja, okay. Eine andere Kombination.
Kriege ich beide oben? Weil sie kriegt alle drei gehittet, definitiv. Okay. Gut, dann könnten wir bei ihr die MPs sparen und diese Art von Attacke machen. Okay, ich setze auch Erde ein. Zack, jetzt bist du weg. Victory! Suction Pot? Suction? Ist das richtig? Nein. So. Okay, hier scheint nirgendwo was zu sein. Boah, da ist ein bisschen Motion Blur drauf. Soften Forest Waterfront. This is... Yeah, this is where I collapsed. And then you came along. Yes, this is where we met. But why were you lying here? Were you attacked by monsters? Oh, I forgot. You don't remember. It wasn't monsters. It was poison from the flowers. Ich dachte, das hatte er schon ihr gesagt, als wir sie zum ersten Mal getroffen hat. In der dritten Episode war das, glaube ich, ja. Naja. Right. It couldn't have been monsters. Because the monsters were... Aha. Aha. Somehow, I know this thing. Did you remember something? Yeah, what was it? Dimengeon... It's a Dimengeon Mekian. Was? Dimmen... Alter, diese englischen Wörter manchmal so, what the... Dimengeon, also Dimengeon Mekian. Naja. Sorry für mein Englisch. We could have been using it all along. Ach, why couldn't I remember? Anyway, this device can warp monsters away. It works like my warp device in principle. And then... Oh, Leo, slow down. Oh, sorry, I finally remembered something and got carried away. Let me get this straight. This Mekine locks monsters away. Meaning we won't have to fight them? Exactly. Until we want to. That is. Then we can fight them all at once. Wow, that sounds convincing. Let's see if it works. Activate the dimension by pressing the X button. While active, you won't initiate battles even when encountering monsters. Encountered monsters will be banished to an alternate dimension where they will be stalked. However, first-time encounters will always initiate bit. Ach so, warte mal. Das ist dann also, das wird in eine andere Dimension verfrachtet, wo die halt sozusagen kurz gefroren sind in Anführungszeichen und dann hat man die Chance, was sozusagen zu entkommen. Hm. Try activate the dimension. Habe ich gedrückt. Wo ist sie? Ah. What was that just now? It means that dimension mechanism works. If we bump into any monsters we've already fought, it seals them away for us. Great, now we won't have to fight so much. Well, there's a catch. We can only steal away so many monsters at once. Around 30 or so, I think. Once we got past that, the dimension will overflow. Then we have to fight all the monsters at once. Really? So it's convenient, but also a little dangerous. We'll have to purge the dimension every now and then so it doesn't fill up. Let's try that by battling those monsters we just sealed away.
If you press the X button a second time, you can choose whatever to begin a dimension battle or turn off the dimension mechanic. Try a dimension battle. Battle start. Aber stellt euch mal vor, gegen 30 Monster gleichzeitig zu kämpfen, wird lustig. Oha, sind da viele. At times, gimmicks may appear during dimension battles. Attacking the gimmicks will yield various effects, such as increased attack power or extra turns. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Krieg ich hier 3? Krieg ich 3? Nein. Machen wir es so. Okay, sie ist jetzt dran. Ah, wie kann man das am besten machen? So ist blöd. Ach komm, machen wir das so. Wir sind wieder dran. Wer würde als nächstes kommen? D und B. D und B ist eine blöde Position. Gut. Wenn sie jetzt B weghaut, haben wir auch gewonnen. Ja. Ohne dass sie attackieren können. Victory! Yay, level up! No items? Achso, ich dachte, das Item, was da oben liegt, könnte man jetzt auch kriegen, sozusagen, also einsammeln. We really have to face all of them at once, huh? Yeah, so it's a good idea to heal up beforehand. As monster are sent to the dimension, the Mechain meter will begin to fill and its color will change from blue to yellow to red. When the meter is full, you will be forced into battle against all stocked monsters. Always keep an eye on the meter. Alter, das brauchen wir vielleicht in Pokémon, aber das wäre dann schon wieder sehr unrealistisch. Ist das... Okay, jetzt ist es an. Vielleicht können wir hier ein bisschen farmen. Hier war mal ein Baum. Oh, Own Stump. He always used to sit right here. Yeah. Okay. A few years ago. There you are, Owen. I've been looking for you. Kina, I have something to tell you. What is it? I think we should move into town. Into a town? What if I hurt someone with my magic? You've grown considerable, Kina. I think you can control it well enough. Besides, I think you could use a different kind of education. A different kind of education? Right, you must understand human beings. You're a human being, Owen. That's all I need to understand. Kina, you cannot live with me forever. You must get to know more people in order to better understand them. That name I gave you, Kina, it's an old vibrant word meaning destiny. I've told you that before, haven't I? Kina means destiny? But I don't know what my destiny is. Destiny is something one must find on their own. The time has come for you. Interessant. Hey, can we sit and rest for a little? Sure, why not? Scent of the forest. A single ray of sun beamed through the tree leaves. Illuminating a lone tree stump. Kina quietly approached it as Leo stood nearby watching. Kina remained silent, taking comfort in the quiet and stillness. Then, as if to touch the sunlight shining through the foliage, she reached out her hand. It's warm, Kina murmured. She stood below the light, looked up, closed her eyes, and took a deep breath. The smell of the forest and the sun rays tickled Kina's nostrils and filled her lungs.
A gentle wind blew past the two of them. This is my favorite place. It's really special. Kaina spoke in a satisfied tone as she smiled at Leo. Owen and I would walk in this forest all the time. Whenever we came here, he would sit there to rest. He told me lots of stories. Kina looked over at the tree stump. She gazed at it with a loving expression. To Leo, it seems a tough Owen were sitting right there. What kind of stories did he tell you? Leo asked her. About humans and about the world, Kina replied as she sat on the tree stump. The view from the stump was the view Owen always saw. Inside Kina's memories, her days with Owen began to re-emerge. When I was little, Owen was everything to me. He was the only other human I knew, and this forest was my whole world. But Owen taught me that the world is greater than this forest. That there are more worlds out there beside this one. That there are more people and that they are all connected. So he was some kind of teacher. Kina smiled at Leo's words. Yes, he was my teacher. Kina suddenly went quiet, staring off into the forest. What are humans? She had asked this question frequently as a child. Owen, the only other human Kina knew, was an elderly man, quite different from a young girl. To her, Owen seemed like a whole different species. To keep young Kina powers under control, Owen lived in the forest with her and taught her how to survive. But Owen was worried there was one thing Kina could not grasp. Human beings. Owen decided to move into town so Kina could learn about humans. The fortune telling business was useful for teaching Kina about this subject. His client came from all walk of life, old, young, rich, poor. Just by listening to their stories, Kina began to grasp the complexity of their feelings, their ambivalent natures, and their various emotions. As a fortune teller, Owen listened to any and all concerns and gave his clients simple advice. His words were always kind and his heart was always open. So he supported his clients, consoling those who carried and motivating those who were afraid. Their tension would melt away just by taking to him. They would come into the shop with dark, heavy expressions and leave looking brighter without fail. Hey Owen! Why do people think so much of others? Why do they go through so much trouble for other people? They fall in love, fight over business, and even quarrel with their own families. They're hiding things from the people they love. They get jealous of their friends and even betray them. Why can't everyone get along like we do? Owen responded with a smile to Kina on his inquiries. Because love, hate, and everything in between are all part of human nature. What are humans? Kina eventually turned to a constant question inwards, towards herself. The question grew into a bigger question. What am I? Das ist interessant auf jeden Fall. Ah, okay, Monster wieder verschickt.
Wie gesagt, sorry für mein Englisch. Nicht das Beste, aber naja, ich spiele das Spiel auch eher zum Spaß. Gut, jedenfalls an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen und ihr supportet mich aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!